So, wir haben jetzt die Lampe. Die ist absolut stabil vom Ständer her. Also, wenn man sieht, die steht jetzt hier auf dem Boden. Selbst wenn ich jetzt auf dieses Niveau hier kippe, geht die immer wieder in Position zurück. Ja? Und das Geile daran ist echt wirklich, der Kopf hier ist so variabel und verstellbar. Ja? Jede Position kriege ich hin. Ja? Und ich, natürlich kann ich das jetzt mit der Fernbedienung schalten, die ich jetzt auch mit dabei habe. Ja? Jetzt hier an oder aus. Oder halt die verschiedenen Helligkeitsstufen. Man sieht also wirklich so ordentlich hell. Ich kann natürlich auch hier oben das Ganze schalten. Ja? Ja, man sieht schon, das Licht verändert sich, das ist kein Licht. Ja? Es verändert sich nochmal wieder ein anderes Licht. Das ist schon klasse. Ja? Also, da gibt es Markenhersteller, die deutlich noch mehr in die Tasche greifen als diese Lampe hier. Und für den Preis kann man wirklich nichts erwarten. Ne? Also wirklich top. Ein gut kleines Manko ist natürlich jetzt, muss man ehrlich sagen, es ist Kunststoff. Man sieht natürlich auch einen Fingerabdruck drauf, ja, aber besser als Metall auf jeden Fall. Metall kann heiß werden und das ist dann halt, auch wenn es eine LED-Lampe ist, kann es doch warm werden mit der Zeit, aber in dem Fall kann ich rauffassen auf das Glas, ja, da kann nichts passieren. Ja, also alle, anders als diese Halogenlampen, ja, die fangen ja an zu kochen dann irgendwann. Ja. Selbst wenn ich jetzt so sitze, man sieht ja schön, das ist ein angenehmes Licht, toll. Also ich kann die wirklich empfehlen, die Lampe. Einfach zu montieren. Das ist ein Gestänge, wie auf dem Foto zu sehen ist. Ja, die schraubt man dann aneinander. Da ist ein Stecker drin und fertig. Top.